Sie sind hier, 9. September 2018, 23.56 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Ein deutsches Mixduo ist Weltmeister im modernen Fünfkampf. Urheberrecht Getty Images, Mexiko-Stadt. Bei der Weltmeisterschaft im modernen Fünfkampf ist ein deutsches Duo nicht zu schlagen. Rebecca Langreher und Fabian Liebig holen den Titel. Rebecca Langreher und Fabian Liebig haben bei der Weltmeisterschaft der modernen Fünfkämpfer in Mexiko-Stadt die Goldmedaille in der Mixed-Staffel gewonnen. Das Duo holte am Ende überlegen den Sieg vor Ungarn und Frankreich. WM-Debütantin Langreher, Spandau und Liebig, Potsdam, hatten mit Platz 1 im Fechten, 25 Siege, 5 Niederlagen, den Grundstein zum Triumph gelegt. Nach Rang 6 im Schwimmen und dem 3. Platz im Reiten gingen die Deutschen als Führende in den Laser ran und hielten die Konkurrenz auf Distanz. Ich habe mir im Rennen immer vorgestellt, dass ich im Training bin. Sonst wäre ich zu nervös geworden, sagte die überglückliche Langreher. Niemand hätte gedacht, dass wir gewinnen. Wir sind hier als Underdogs an den Start gegangen, fügte Liebig an. Zum Auftakt hatten Annika Schleu, Potsdam, und Ronja Steinborn, Spandau, in der Frauenstaffel Silber hinter Weißrussland gewonnen. Von Sportinformationsdienst.